Unterwegs zu den Obst- und Gemüsebauern auf dem Peloponnes. Fast jeder zweite Arbeitsplatz hängt an der Landwirtschaft. Kleine und mittlere Familienbetriebe prägen das Bild. Doch genau die haben gerade ein Problem, vor allem wegen der wochenlangen Bankenschließung. So wie der Kartoffelproduzent Ilias Datopoulos. Denn in seinem Geschäft läuft vieles über Bargeld. Während der Bankenschließung war das eine sehr schwierige Zeit für uns. Das Bargeld ist limitiert. Die Kunden und die Arbeiter wollen ihr Geld aber in bar. Außerdem müssen wir noch Benzin bezahlen und die Nebenkosten des Transports. Das alles kostet. Seine bulgarischen Arbeiter musste er vertrösten. Er wird sie später bezahlen. Einen Großteil seiner Kartoffeln lagert er ein, weil er die Frachtkosten nicht bezahlen kann. Die Schließung der Banken, der drohende Grexit, für viele Griechen wie ihn war das ein Schock und für seinen Betrieb sogar existenzbedrohend. Mit den neuen Sparmaßnahmen ist er gar nicht einverstanden. Aber er glaubt auch, dass es nicht anders geht. Wir waren echt sauer über die Einigung in Brüssel. Aber immerhin ist die Unsicherheit fast verschwunden. Vorher hatten wir keine Zukunft mehr für unser Land gesehen. Obwohl es für uns Griechen jetzt echt hart sein wird, sehen wir doch Licht am Ende des Tunnels. 18 Kilometer weiter kämpft das Unternehmen Saphirakis Fruits ebenfalls mit Problemen. Es ist Hochsaison für Melonen, Orangen und Gemüse. Der Familienbetrieb kann sich keine Transporter leisten. Er lagert jetzt doppelt so viel in den Kühlräumen ein wie sonst, doch die sind inzwischen voll. Wir verkaufen jeden Tag 3 bis 6 Lkw-Ladungen weniger. Viele Transporter bleiben stecken und haben kein Geld mehr fürs Benzin. Und wir importieren nichts mehr, weil wir ja nicht zahlen können. Die Lkw, die das Obst transportieren, kommen normalerweise von hier aus dem Industriegebiet nahe der Hauptstadt Athen. Eurologic ist einer der größten Spediteure Griechenlands. Die Kapitalverkehrskontrollen, erzählt einer der Geschäftsführer, haben das Geschäft durcheinandergebracht. Auch das mit den deutschen Kunden. Naja, das Problem ist, die Deutschen haben das Vertrauen in uns verloren, weil sie Angst haben, dass die griechischen Kunden nicht bezahlen können. Zurück auf den Feldern. Sie hat es heute geschafft. Eleni Konstantinou hat einen Lastwagen organisiert. Denn ihr englischer Großkunde war bereit, den Griechen unter die Arme zu greifen und die Transportkosten vorzustrecken. Glück im Unglück. Doch die Chefin ist trotzdem nur verhalten optimistisch. Ich glaube, langsam wird die Situation besser. Aber das wird lange dauern und viele Schritte in Anspruch nehmen. Die Bankenschließung war ein großer Schock für uns Griechen. Wir wissen nicht, wie lange das noch dauert, bis die griechische Wirtschaft sich wieder erholt hat. Jetzt muss es schnell gehen. In 3 Stunden soll die Ladung schon aufs Schiff und dann geht's über Italien nach England. Und bei heißen Temperaturen in Nordeuropa werden besonders viele Wassermelonen verkauft. Die Chefin ärgert sich, ihr Geschäft hätte in diesem Jahr viel besser laufen können. Stattdessen musste sie große Teile der Ernte einfach auf den Feldern lassen, unverkauft und zum Teil verdorben.